Eine der wichtigsten Wahrheiten, die wir als Kinder Gottes verstehen müssen, ist, dass das Wort Gottes, die Heilige Schrift, nicht nur etwas ist, was wir für richtig akzeptieren müssen, als wahr annehmen müssen, sondern dass es etwas ist, was wir auch aktiv einsetzen sollten. Das Wort ist wie eine Waffe. Es ist etwas, was etwas bewirkt. Das Wort Gottes hat eine innewohnende, gewaltige Kraft. Und wir müssen es nutzen. Nicht nur theologisch irgendwie für wahr und richtig erachten, sondern wir müssen es gebrauchen. Damit meine ich beispielsweise, dass du das Wort nimmst und für dich persönlich anwendest. Das sieht beispielsweise so aus, dass du biblische Aussagen in dem Psalm oder wo auch immer nimmst und für dich formulierst. Am besten sie laut aussprichst, laut proklamierst, vielleicht sogar aufschreibst und immer wieder sprichst. Für dich, deine Lieben, dein Beruf, dein Umfeld, die Situation, in der du eben gerade steckst. Ich möchte dir dazu einige Beispiele geben, damit du verstehst, wie ich das verstehe. Das kannst du auf sehr, sehr, sehr viele Bibelstellen anwenden. Und du kannst das Wort Gottes damit für dich persönlich zu etwas machen, was in deinem Leben Dinge dramatisch verändern kann. Beispielsweise finden wir das hier, 5. Mose 28. Da geht es in 14 Versen um die Segnungen Gottes, die verheißen sind für sein Volk. Und in sein Volk sind wir eingepfropft, eingepflanzt. Da heißt es ab Vers 4, gesegnet wird sein die Frucht meines Leibes, damit sind die Kinder gemeint, die Nachfahren, und die Frucht meines Ackerlandes. Das ist der Bereich, wo du deinen Lebensunterhalt mit bestreitest, dein Beruf. Gesegnet werde ich sein bei meinem Eingang und gesegnet werde ich sein bei meinem Ausgang. Der Herr wird meine Feinde, die sich gegen mich erheben, geschlagen vor mir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen mich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie von mir fliehen. Der Herr wird mir den Segen entbieten in meine Speicher und zu allem Geschäft meiner Hand. Das ist doch eine gewaltige Aussage. Der Herr gebietet den Segen für dich. Das musst du verstehen, das gilt für dich. Das ist eine Erklärung Gottes, die du für dich beanspruchen kannst, wo du sagen kannst, das gilt für mich. Das nehme ich und erkläre es als Wahrheit Gottes über mein Leben. So ist das mit dem Proklamieren, so ist das mit dem richtigen Umgang mit dem Wort Gottes. Du ergreifst es, es wird aktiv in deinem Leben. Es bleibt nicht nur irgendeine ferne, komische Wahrheit, die akzeptiert wird, aber keinerlei Auswirkungen für dich hat. Oder hier, Psalm 91, ein wichtiger Psalm für Menschen, die im Bedrängnis sind. Da sagt Gott zu dir, weil du an mir hängst, will ich dich retten. Ich will dich schützen, weil du meinen Namen kennst. Du rufst mich an und ich antworte dir. Ich bin bei dir in der Not. Ich befreie dich und bringe dich zu Ehren. Ich sättige dich mit langem Leben und lasse dich mein Heil schauen. Das sind biblische Aussagen von gewaltiger Tragweite und es ist wichtig, wenn du das für dich persönlich ergreifst. Ganz wunderbar empfinde ich da auch Psalm 18. Dort heißt es, er rettet mich vor meinem starken Feind. Vor meinen Hassern. Sie ereilen mich am Tag meines Unglücks, aber der Herr wird mir zur Stütze. Er führt mich hinaus ins Weite. Er befreit mich, weil er Gefallen an mir hat. Mach das Wort Gottes zu einer lebendigen Wahrheit in deinem Leben. Du wirst sehen, wenn du anfängst so zu beten, werden sich Dinge verändern, werden in Bewegung kommen. Vielleicht Dinge, mit denen du schon lange, lange dich herumschlägst. Nimm das Wort Gottes als etwas, was du wirklich wie eine Waffe gebrauchst. Gegen die Dinge, die gegen dich stehen. Gegen all das, was Böses, Übles, Negatives, Krankes gegen dich angeht. Ich bin gewiss, wenn du das tust, wirst du erleben, Gott hat viel mehr für dich.